Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute werden wir mal wieder euren Wortschatz erweitern. Wir schauen auf ein paar sehr wichtige Verben mit gleichen. Zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen angleichen und ausgleichen oder auch begleichen? Wenn es dich interessiert, dann bleib auf jeden Fall dabei. Ihr Lieben, wir beginnen mit dem Verb gleichen, ja, ohne Vorsilbe, weil es mindestens genauso wichtig ist. Die Bedeutung von diesem Verb ist jemandem sehr, sehr ähnlich sein. Und hier möchte ich etwas Wichtiges betonen. Es muss nicht zwangsläufig das Aussehen einer Person sein. Es können auch Werte oder Gewohnheiten oder Ansichten oder was auch immer sein. Beispielsweise hast du jetzt eine Ausbildung angefangen und eine Person kennengelernt. Nun kommst du bei dieser Person zu Besuch und siehst ihren Vater und sagst, Wahnsinn, du gleichst deinem Vater total. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Person nach ihrem Vater kommt. Und hier bezieht es sich tatsächlich auf das Aussehen. Wie gesagt, es muss aber nicht sein. Beispielsweise diskutierst du mit einem Freund über ein sehr spannendes und aktuelles Thema, so etwas wie Klimawandel oder Klimaschutz, und diese Person drückt ihre Meinung aus. Und dann sagst du, deine Ansichten kommen mir bekannt vor, sie gleichen denen deiner Mutter. Also diese Person sagt, dass deine Ansichten den Ansichten deiner Mutter entsprechen. Also damit zeigt sie, dass ihr diese Ansichten bekannt vorkommen, sie die schon mal gehört hat. Und hier bezieht es sich nicht mehr auf das Aussehen, wie du siehst. Dieses Verb gleichen ist also auch sehr wichtig. Als nächstes schauen wir auf das Verb ausgleichen. Das ist wirklich ein sehr wichtiges Verb, das auch sehr häufig verwendet wird. Deshalb merkt ihr das gut. Und dieses Verb ist im Vergleich zu vielen anderen Verben in diesem Video trennbar. Das ist auch ganz wichtig. Die Bedeutung ist praktisch etwas, was unterschiedlich geworden ist, wieder ausgleichen, also wieder Gleichgewicht bringen oder sozusagen etwas kompensieren. Ne? Ich weiß, klingt ein bisschen abstrakt, deshalb nehmen wir wie immer ein paar Beispiele. Beispielsweise ist es kein Geheimnis, dass einige Menschen im Winter Vitamin D-Mangel haben. Dann kann man sagen, diesen Mangel kann man durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen. Diesen Mangel kann man ausgleichen. Was bedeutet das? Das bedeutet, man kann diesen Mangel kompensieren oder beziehungsweise dieses Defizit beheben. Oder wir nehmen noch eine Situation. Angenommen, arbeitest du in einem Unternehmen und der Chef sagt dieses Jahr, aufgrund der hohen Belastung konnten unsere Mitarbeiter im August keinen Urlaub nehmen. Wir haben es aber ausgeglichen, indem wir jedem zusätzliche Urlaubstage angeboten haben. Wir haben es ausgeglichen. Was bedeutet das? Wir haben es sozusagen kompensieren. Wir haben diese Umstände durch zusätzliche freie Tage kompensiert. Also wie gesagt, Unterschiede wieder gleich machen. Wenn dir dieses Video gefällt, dann würde ich mich sehr über einen Like freuen. Vielen Dank. Das nächste Verb habt ihr bestimmt schon mal gehört und das ist das Verb begleichen. Ein untrennbares Verb und die Bedeutung ist etwas abbezahlen. Komplett. Oder einfach finanzielle Schulden loswerden. Zum Beispiel hast du etwas gerade online im Internet bestellt und dein Paket kommt mit einer Rechnung an, auf der steht, begleichen Sie bitte die Rechnung innerhalb von 14 Tagen. Begleichen Sie bitte die Rechnung. Das bedeutet, bezahlen Sie diese oder überweisen Sie den Betrag X innerhalb von 14 Tagen. Das ist auch eine wichtige Anmerkung. Dieses Verb begleichen wird sehr häufig mit den Wörtern Rechnung oder Schulden verwendet. Ein anderes Beispiel. Angenommen, hast du dich jetzt mit Freunden getroffen, ihr habt euch unterhalten und dann erzählt jemand über euren gemeinsamen Freund und sagt, dass er einen Kredit aufnehmen möchte. Und dann guckst du so skeptisch und sagst, zunächst muss er seine alten Schulden begleichen, damit eine Bank seinen Kredit finanzieren möchte. Zunächst muss er seine Schulden begleichen, bedeutet, er muss sie abbezahlen, loswerden, damit eine Bank mit ihm überhaupt kooperieren möchte. So, ihr Lieben, unser nächstes Verb für heute ist
anpassen. Das ist ein trennbares Verb, also bitte gut merken. Die Bedeutung ist etwas, etwas anderem anpassen, damit es im Verhältnis steht. Wie kann man das verstehen? Also zum Beispiel wird aktuell in der Politik sehr viel darüber diskutiert, dass die Löhne von Männern und Frauen einander angeglichen werden sollten. Was heißt das? Das heißt, man ist bestrebt sozusagen, dass sich die Löhne von Männern und Frauen nicht mehr unterscheiden. Also dass es keine Unterschiede aufgrund des Geschlechts mehr gibt. Wir können aber auch noch ein Beispiel nehmen. Sagen wir mal, dass du gerade mit einer neuen Arbeit angefangen hast und versuchst, dich so ein bisschen zurechtzufinden und sagst, ich habe mein Verhalten den Mitarbeitern ein bisschen angeglichen, damit ich in diese Unternehmenskultur besser reinpasse. Ich habe mein Verhalten angeglichen. Was bedeutet das? Ich habe mein Verhalten ein bisschen angepasst. Also möglicherweise die Umgangsform oder bestimmte Kommunikationsmuster und so weiter. Also man passt sich praktisch an. Als letztes schauen wir heute auf das Verb vergleichen. Natürlich kennen die meisten von euch dieses Verb. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es ein untrennbares Verb ist. Also vergleichen, verglich, verglichen. Und die Bedeutung ist etwas mit etwas anderem in Verhältnis stellen oder einfach Gemeinsamkeiten und Unterschiede bzw. Vor- und Nachteile abwägen. Zum Beispiel habe ich vor kurzem ein neues Handy gekauft und dann kann ich sagen, ich habe mein neues Handy mit dem alten verglichen und festgestellt, dass sie sich kaum unterscheiden. Also ich habe mir diverse Funktionen von beiden Handys angeschaut und mich damit auseinandergesetzt und schließlich bin ich zum Entschluss gekommen, dass sie sich kaum unterscheiden. Oder beispielsweise unterhältst du dich jetzt mit einer Freundin über einen möglichen Urlaub. Und sagst, mein Mann vergleicht gerade die Urlaubsangebote für Dezember. Ich bin gespannt, für welches Land er sich entscheidet. Also er vergleicht die Urlaubsangebote. Er schaut, welche Vor- und Nachteile oder Preisunterschiede es gibt, um sich dann schließlich für ein Angebot zu entscheiden. Und jetzt folgt ein sehr wichtiger Teil des Videos. Übung macht den Meister. Ich werde für euch gleich eine kleine Übung hinterlassen. Ihr müsst also Lücken mit entsprechenden Vokabeln ausfüllen. Zum Beispiel begleichen, angleichen, ausgleichen, vergleichen oder einfach gleichen. Viel Erfolg! Die Antworten findet ihr wie immer im angepinnten Kommentar. Meine Lieben, wir sind schon am Ende dieses Videos und ich hoffe wie immer, dass das Ganze hilfreich war. Ach, und noch eine Sache, falls ihr irgendwelche Ideen für neue Videos habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Manchmal brauche ich wirklich ein bisschen Inspiration. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!